In dem Rap-Song Besser als 50 Cent rappt Wazel folgende Line. Bruder, sag mir ehrlich, wer will keinen dicken Benz? Natürlich geht es nicht darum, dass man ein krasses Auto fährt, aber um eine gewisse Lebensqualität, die wir alle erreichen wollen. Aber wie erreichen wir die überhaupt? Was machen wir nach dem Studium? Es ist völlig egal, ob wir als Freelancer arbeiten, ein eigenes Startup gründen oder vielleicht doch eher das größere Unternehmen bevorzugen. Es geht vor allem darum, etwas zu lernen und Erfahrungen zu sammeln. Seien es Soft Skills, Sprachen oder internationale Erfahrungen. Die heutige Sendung steht unter dem Hashtag geschäftlich. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie einfach in den Chat. Ich freue mich ganz herzlich, unsere Gäste begrüßen zu dürfen, unter anderem Frau Professor Jasmin Baumann. Sie hat ein riesiges Herz für Marketing und ist hier neue Professorin an der Fakultät im Bereich Marketing. Hallo. So wie Dennis Scherer. Er hat Neugier und Mut bewiesen und ist jetzt eine Führungsperson in einem erfolgreichen Startup. Hallo. Zudem noch Laura Hettich, aka Minna Heil. Sie hat hier ihren Abschluss an der Fakultät, an der Hochschule gemacht und ist eine große Influencerin auf Instagram. Hallo. So, ich habe jetzt meine kleine Einstiegsfrage einfach an euch. Und zwar, nachdem ihr im Studium fertig wart, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis ihr den Job hattet? Dennis, wie war es denn bei dir? Also bei mir hat es circa 3 oder 4 Monate gedauert, direkt nach dem Studium. Aber ich muss jetzt auch wirklich sagen, dass es nicht so war, dass der Markt sich um mich geschlagen hat. Ich habe wirklich viele Bewerbungen schreiben müssen und habe natürlich auch, so wie viele wahrscheinlich, und wie ihr es auch im Einspieler gesagt habt, erstmal die großen Unternehmen alle angefragt, aber die haben in der Phase keinen Wirtschaftsingenieur gesucht. Und auf der Suche bin ich dann irgendwann auf die Stellenausschreibung gestaltet die automobile Zukunft bei der Sparks GmbH gestoßen. Und da habe ich mich dann einfach mal drauf beworben, weil ich das so unterschiedlich zu dem ganzen anderen fand. Und die haben dann wirklich nach mir gefragt dort und nicht dem, was ich schon alles erlebt habe, sondern wirklich, ob ich dort ins Team passe. Und in kürzester Zeit war ich dann in dem Unternehmen drin und habe mich da auch dann super entwickeln können und so, wie sich auch unser Standort entwickelt hat. Frau Baumann, wie war das bei Ihnen? Jetzt kommt drauf an, welches Studium. Nach dem Bachelor habe ich eigentlich gar nicht direkt nach Stellen gesucht, sondern Praktika, weil ich wusste, dass ich den Master noch dranhängen will. Da habe ich mich davor gedrückt. Ich habe mich nämlich im dritten Jahr des Bachelors noch gar nicht reif dafür genug gefühlt, zu wissen, was ich denn jetzt wirklich machen will. Und habe dann sozusagen das Masterstudium als Hintertür genommen. Und erstmal gesagt, gut, ein Jahr arbeiten, Geld verdienen mit Praktikum. Am besten noch im Ausland, auch das ist mir gelungen und danach eben den Master. So habe ich mir noch 2 Jahre Zeit gekauft insgesamt, da war ich sehr froh drüber. Nach dem Masterstudium, da hatte ich Glück, auch wenn es gerade so eine kleine Rezession in Deutschland damals gab. Ich habe einige Bewerbungen rausgeschickt, manche sind mir schwerer gefallen als andere, auch wenn überall Marketing drauf stand. Das ist Marketing von Aluminiumbauteilen, das war, ist mir schon das Anschreiben schwer gefallen. Aber da habe ich meine erste Stelle angetreten, noch bevor ich die Masterarbeit eigentlich abgegeben hatte. Aber das war Zufall. Laura, wie war es bei dir? Ja, also ich hatte da echt mega Glück, weil ich meine Bachelor-Thesis bei dem Unternehmen geschrieben habe, wo ich jetzt auch bin. Und ich habe da eben so eine Influencer-Marketing-Kampagne umgesetzt und es lief auch ganz gut. Und dann hatte ich echt Glück, dass mir da eine Stelle geschaffen wurde. Im E-Commerce bin ich jetzt und deshalb hatte ich da echt keine Probleme. Klar, so die Bachelor-Thesis-Stelle finden war auch so ein bisschen Kampf. Da habe ich mich auch bei mega vielen Stellen beworben. Aber ja, so die Stelle jetzt, das hat echt super geklappt, hat einfach so dann auch durch Zufall im Endeffekt eigentlich, ja. Also eigentlich genau. Ganz schön durchwachsen im Grunde bei euch dreien, ja. Würde ich sagen. Wer jetzt schon an ihrem Traumjob arbeitet, ist, seht ihr jetzt gleich, das ist Blerina, eine Schülerin der Robert-Gerwig-Schule hier in Furtwangen und sie ist mit dem Song Stay hier. All along it was a fever. A cold, sweet, hard-headed believer. I threw my hands in the air, say, show me something. He said, if you dare, come a little closer. Around and around and around and around.
I'm not really sure how to feel about it, and something in the way you move makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way. I want you to stay. It's not much of your life you're living. It's not just something you take, it's given. Round and around and around and around we go. Oh, now tell me now, me now, tell me now, you know. I'm not really sure how to feel about it, and something in the way you move, it makes me feel like I can't live without you. It takes me all the way. I want you to stay. Ooh, there is no hold on. Ooh, 'cause I need this hole gone. Funny you're the broken one, but I'm the only one who needed saving. 'Cause when you never see a light, it's hard to know which one of us is caving. Not really sure how to feel about it, and something in the way you move makes me feel like I can't live without you. Yeah, it takes me all the way. I want you to stay. Stay. I want you to stay. Das war meine Performance. Aber es ist auch auf jeden Fall ein sehr trauriges Lied gewesen. Und wenn ich traurig bin oder war, hat mir mein Opa immer eine Sache gesagt. Surir, einfach mal lächeln. Ey, Fabio hat mir gerade einen Witz geschickt. Passt auf. Treffen sich zwei Piloten, 130 Tote. Alter. Herrlich. Schon immer habe ich mich gefragt, wieso der Humor bei Menschen so unterschiedlich ist. Wieso lacht der eine über etwas, worüber der andere nur den Kopf schüttelt? Und was ist Humor eigentlich? Kannst du das erklären? Und wenn ja, egal, weil ich höre es hier sowieso nicht, deshalb erzähle ich es dir heute. Man sagt, wer seine Mitmenschen zum Lachen bringt oder absurde, kreative Ideen entwickelt, hat Humor. Aber auch wer über sich selbst oder Situationen, die eigentlich gar nicht komisch sind, lachen kann, ist humorvoll. Humor ist stark kulturabhängig, aber nicht allein davon geprägt. Persönlichkeitsmerkmale, die für den Humor verantwortlich sind, werden vererbt, beispielsweise Intro- oder Extrovertiertheit. Außerdem fand der Wissenschaftler Willibald Ruch heraus, dass Humor sich entwickelt und unsere eigenen Erfahrungen und Erinnerungen prägen, was wir lustig finden. Doch was genau finden wir eigentlich lustig? Kurz gesagt, Grenzüberschreitungen. Je größer und unerwarteter diese ist, desto heftiger lachen wir. Dabei liegt die Hemmschwelle von Mensch zu Mensch unterschiedlich hoch. Und ist die Grenze erst einmal zu weit überschritten, fühlen wir uns angegriffen oder geekelt. Der Witz hat für uns ein Ende. Ja. 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 Ja.
Na, musstest du auch lachen? Lachen steckt nämlich an und das ist auch gut so. Beim Lachen werden Glückshormone, sogenannte Endorphine, ausgeschüttet, die für eine gute Stimmung sorgen. Was einen Menschen wirklich attraktiv macht, ist seine Hackfresse beim Lachen bzw. beim Lächeln. Lachen gilt als das soziale Schmiermittel oder sollte ich sagen, das soziale Gleitgel, um jede Kommunikation zu erleichtern. Man vergisst den Alltag und schwierige Situationen kann man leichter meistern. Wenn wir richtig lachen, bewegen wir 300 Muskeln und 18 davon in unserem Gesicht. Dabei wird das Zwerchfell zum Vibrieren gebracht und massiert ordentlich unsere Eingeweide. Die Lunge wird mit Luft gefüllt und das Gehirn mit Sauerstoff angeregt. Die Arterien weiten sich und die Haut wird durchblutet. Kurz gesagt, ihr werdet zum Super Saiyajin. Diese ganzen Vorteile macht sich auch die Medizin zunutze. Herzinfarktpatienten müssen beispielsweise unter ärztlicher Aufsicht lachen. Und auch Studien haben gezeigt, dass depressive Menschen nach einem Humorbewältigungstraining gelassener durchs Leben gehen. Somit gilt Humortraining auch als Bewältigungstherapie. Abschließend möchte ich euch noch einen Tipp mitgeben. Das Gehirn produziert unter anderem Glückshormone, weil beim Lachen ein Muskel auf einen Nerv drückt, der dem Gehirn sagt, hey, ich lach gerade, produziere Glückshormone. Jetzt müsst ihr nicht unbedingt in echt lachen, sondern könnt einfach nur dumm vor euch hergrinsen. Nach 60 Sekunden denkt das Gehirn, hey, der lacht. Und ihr habt euer Gehirn ausgetrickst. Ihr produziert Glückshormone, werdet glücklich, bekämpft Stresshormone. Probiert es einfach mal aus. Ihr habt nichts zu verlieren. Schlimmstenfalls sterbt ihr dran. Wir haben gehört, wie wichtig Humor eigentlich ist. Frau Baumann, wie wichtig ist denn Humor im Unternehmen, also im Marketingbereich vor allem? Wenn man lachen kann, das hilft schon. Also in der Kommunikation, in der Außenwirkung, es gibt immer wieder Marken, die drauf setzen. Aber es ist natürlich ein sehr schmaler Grat. Ja. Finden die Leute dann auch wirklich das lustig, worüber man gerade so gelacht hat? Also es gibt auch viele Marken, die wollen lustig sein. Und je mehr man das will, desto weniger ist man es dann eigentlich. Das kommt dann so unlustig eben rüber. Also ja. Diese Seitenbacher Radiowerbung, oder? Also ja. Da kann man nur noch die Augen verdrehen. Das ist halt wirklich nicht lustig. Genau. Und es gibt andere Marken, die versuchen das. Und auch gerade, wenn die dann international tätig sind, dann klappt das auch nicht immer. Mhm. Also Hornbach hat als Baumarkt eine Kampagne in, ich glaube, es war Japan, geschaltet. Das sollte ironisch und lustig sein. Mhm. Und es ist halt überhaupt nicht angekommen. Da ging es dann darum, dass angeblich in Japan Hornbach Automaten aufstellt mit verschwitzter Männerkleidung von Männern, die im Garten gearbeitet haben, mit den Hornbach-Geräten. Und dass angeblich dann sich die Frauen das sich aus dem Automaten ziehen, um die Natur und... Wie ist es bei dir, Dennis? Also wie wichtig ist es bei euch mit dem Humor? Also Humor ist bei uns und auch für mich ganz wichtig. Ich finde, wenn man sich selber und anderes zu ernst nimmt, dann kommt man im Berufsalltag, finde ich, nicht so gut klar, weil einfach die Leichtigkeit dann fehlt. Und deswegen ist Humor extrem wichtig, finde ich, absolut. Gerade im Team, dass man einfach mal ein bisschen Quatsch machen kann. Ja. Genau. Laura, wie ist das bei dir? Ich meine, du bist ja... Also du musst ja auch eigentlich immer, was heißt du musst, aber du solltest ja schon irgendwo gute Laune versprühen und das ist ja wahrscheinlich auch, ist ja auch nicht immer so leicht, nehme ich mal an. Nee, ist es auch nicht. Wie natürlich. Machst du das dann? Klar, man hat halt mal bessere und irgendwie schlechtere Tage, aber ich versuche natürlich authentisch zu sein und dann auch, wenn es einem irgendwie mal nicht so geht, dass man das schon auch irgendwie kommuniziert, aber natürlich so Bad Vibes will niemand auf Instagram oder generell im Internet und natürlich versucht man da dann schon irgendwie auch gute Laune so ein bisschen mit reinzubringen oder die Leute auch zu motivieren so und das Positive irgendwie zu sehen. Hast du da irgendwelche bestimmten Techniken, um irgendwie einen guten Start in den Tag zu bekommen? Ja, also ich mache mir eigentlich gern Fruchtsaft oder so und versuche halt so irgendwie positiv in den Tag zu starten und habe so ein bisschen meine Morgenroutine oder meine Rituale. Okay. Genau, dass man halt einfach so gut den Tag startet und Leichtigkeit irgendwie mitbringt, ja. Ich glaube, das ist auch ganz schön wichtig. Ja. Frau Baumann, jetzt haben Sie gerade gesagt, dass es vor allem im Team wichtig ist, eben humorvoll miteinander umzugehen. Aber haben Sie schon Erfahrungen gesammelt gerade, dass auch die Firma oder das Unternehmen das unterstützt, also indem es gewisse Pausenräume gibt mit gewissen Ausstattungen oder Teambuilding-Maßnahmen? Ja gut, also diese Teambuilding-Maßnahmen oder diese Away-Days, wo man mal so einen Betriebsausflug macht, wie es früher hieß, die gab es ja viel. Wie gut die jetzt laufen, hängt natürlich dann von den Teilnehmern ab, vom Team ab. Da kann das Unternehmen gar nicht so sehr wahnsinnig viel
steuern. Und ich glaube, das muss auch gar nicht sein. Also Humor kann schon einfach sein, wenn man in der Kaffeeküche sich trifft und rumwitzelt und das macht, also das lockert dann schon den Tag auf. Also ich finde es, glaube ich, viel wichtiger, das im Alltag zu haben, dass man im Team sich einfach mal die Sprüche zuwerfen kann und richtig schön ironisch oder auch mal ablästern kann oder so, weil das die Leichtigkeit im Alltag erhält, während so ein Betriebsausflug, der kann ganz toll sein. Aber wenn sie den einmal im Jahr einen Tag haben und der Rest der Zeit ist es total dröge und alle rufen sich immer nur Mahlzeit zu, wenn sie um halb eins in die Kantine gehen oder so, dann hilft das auch nicht wirklich im Endeffekt. Ja, also da sind so die Sachen, die nicht gesteuert stattfinden, eigentlich, glaube ich, viel wichtiger als Wohlfühlfaktor. Ja, Dennis, das hast du zustimmend genickt. Genau, wie ist also bei euch? Wir betreiben das tatsächlich auch aktiv. Also wir haben einen Fun-Raum mit Fernseher, mit Nintendo Switch, wo dann auch die eine oder andere Diskussion in einem Mario Kart-Spiel ausgetragen wird. Also das gehört bei uns auch wirklich dazu. Freizeitaktivitäten. Wir waren jetzt erst vergangenen Freitag auf einem Firmenturnier mit Fußball oder wir gehen zusammen nach dem Geschäft auch mal ein Bier trinken und das gehört bei uns einfach dazu und wir sind auch ein recht junges Team, das muss man natürlich auch dazu sagen, bei uns steht Durchschnittsalter 30 Jahre und deswegen, wir haben auch viele Absolventen bei uns und dadurch sind halt alle noch so ein bisschen in diesem studentischen Charakter, sage ich mal, und den wollen wir natürlich auch und den erhalten wir uns dann auch über diese Aktivitäten. Wir haben ein Sommerfest, wir haben eine Weihnachtsfeier mit Übernachtung, wo wir dann schon mal auf einem Schloss waren oder so und das, also wir machen da nicht schon schlecht, wirklich viele Sachen, weil uns das wichtig ist und weil das auch irgendwo so unser Spirit ist, den wir verkörpern wollen. Laura, du arbeitest ja auch halbtags und wie ist denn bei dir dann mit den Kollegen und so? Ja, voll. Also das, wie gesagt, da kann ich das wirklich nur unterstreichen, was die jetzt gesagt haben. So, das ist wichtig, dass man sich eben einfach auch so in den Pausen auch mal wirklich irgendwie über was Privates, was einem selber irgendwie wichtig ist oder so unterhält, dass man sich halt auch über das hinaus, was man sonst bequatscht, irgendwie kennenlernt oder auch so privat irgendwie mal was essen geht oder sonst irgendwie. Ja, also ich war auch davor bei einem Startup und da war das auch immer so voll wichtig, dass man abends dann noch ein Bierchen trinkt oder irgendwie sowas oder was zusammen essen geht und das ist schon ganz schön dann. Ja, ich meine, Humor, dann könnte man auch sagen, ist ja wichtig für die Atmosphäre, einfach, dass die Atmosphäre gut ist und dann kann man auch besser arbeiten in einer guten Atmosphäre. Aber habt ihr auch schon Negativbeispiele erlebt? Ja, also bei uns ist natürlich dadurch, dass der Umgang und auch der Humor so im Vordergrund steht, ist es für Neueinsteiger bei uns ab und zu nicht so einfach, mich zum Beispiel als Führungskraft wahrzunehmen, weil man mit mir natürlich auch viele Späßle machen kann und weil ich auch mal ins Büro reinkomme und nicht jetzt zu einem sage, was hast du da wieder gemacht oder so, sondern ich gehe dann wirklich nur rein aktiv und such eigentlich nur irgendwelche Gespräche, wo ich Leute vielleicht aufziehen kann oder so, um einfach so ein bisschen Lockerheit wieder in den Raum zu bringen. Also das hört sich witzig an, aber letztens hatte ich erst wieder einen Tag, da war in jedem Büro, jedes Mal, wo ich im Büro war, war plötzlich lautes Gelächter. Also, und für die neu anfangen, ist das dann eben schwierig, das richtig einzuordnen. Weil auf der einen Seite bin ich der, den ihnen auch mal sagen muss, hier so geht's nicht. Und das dann auch richtig einzuordnen und umsetzen können, das ist dann gerade am Anfang für die Leute nicht so einfach. Und auf dem Grad, so wie Sie es auch gesagt haben, da wandere ich natürlich dann auch so ein bisschen. Ja. Frau Baumann, bei Ihnen, haben Sie schon irgendwas erlebt? Also negative Erfahrungen jetzt nicht direkt. Ich glaube, das hängt sehr vom Menschentyp auch ab. Also man muss dann mit den Kollegen, das muss halt passen. Mhm. Vom Humortyp und auch vom Umgangstyp her. Manchen Leuten kann man jetzt mal den krassesten Spruch drücken und die wissen, wie man es meint. Und man kann alle lachen. Und dann gibt es andere, die können das halt nicht. Und das ist dann schwierig auch für diejenigen. Also würde ich dann auch mit denjenigen mitfühlen. Es gibt Leute, die sind vom Typ einfach anders und die können damit nicht so umgehen. Die wollen es vielleicht auch gar nicht. Also diese Geselligkeit ist ja für manche auch gar nicht so wünschenswert. Manche Leute machen gern ihre Arbeit und gehen dann nach Hause und dann ist gut. Ja. Und dann irgendwelche Abende zu haben, wo man schon fast das Gefühl hat, man muss dabei sein beim Pizzaabend am Freitag und beim Kickern am Mittwoch oder was auch immer, wo die Leute eigentlich nichts lieber wollen, um einfach ins Fitnessstudio zu gehen und dann nach Hause auf die Couch. Das ist dann, glaube ich, schwierig. Also da muss man auch als Kollegen und nicht nur als Vorgesetzte, glaube ich, einfach so ein bisschen das Gespür haben, was geht mit wem.
im Endeffekt. Laura, wie ist es bei dir? Da schon irgendwelche Negativerfahrungen? Also Negativerfahrungen jetzt auch nicht. Mhm. Wie gesagt, in dem Startup habe ich das auch so wahrgenommen, dass es halt einfach echt extrem flache Hierarchien waren. Und dann ist es halt schwierig, dass man da irgendwie echt so das Verhältnis trotzdem irgendwie trotzdem wahrt irgendwie und es halt nicht zu kumpelhaftig sieht und auch, dass man einfach die Ernsthaftigkeit nicht verliert vielleicht an der Sache, auch wenn es locker ist und man beiden zusammen trinkt. Aber letztendlich bist du halt doch zum Arbeiten irgendwo da und dass das halt nicht so verloren geht. Aber negative Erfahrungen habe ich jetzt so noch keine gemacht. Humor ist halt auf jeden Fall eine Art von Kommunikation, würde ich sagen. Definitiv. Eben, Humor ist eine universelle Sprache, genauso wie Englisch. Aber was wäre, wenn es zu Chinesisch abgelöst werden würde? Globalisierung bringt Menschen, Kulturen, Geschichten und die Wirtschaft immer mehr zusammen. Doch noch immer ist die Kommunikation ein großes Problem der Globalisierung. Wie sollen die Menschen mit unterschiedlichen Sprachen untereinander interagieren? Dazu braucht man eine Sprache, die ganze Welt spricht. Eine Weltsprache gibt es ja schon, ist wie bekanntlich Englisch. Lernen wir seit den ersten paar Schulstunden hier in Deutschland. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass man, egal in welches Land man geht, sich irgendwie mit Englisch herumkämpfen kann. Doch wie ist eigentlich Englisch so populär geworden? Englisch wurde schon früh als Sprache in Nordamerika, Kanada, Australien und Neuseeland eingeführt. Zudem führte England 1899 den Zweiten Burenkrieg gegen die Südafrikanische Republik. Nach dem Friedensschluss im Jahre 1902 wurden die zwei afrikanischen Burenrepubliken in das britische Empire aufgenommen. Dies führte dazu, dass Englisch in Teilen Südafrikas in amtlichen Dokumenten als Hauptsprache genutzt wurde. Nachfolgend kam der Erste und Zweite Weltkrieg. Da waren die Siegermächte unter anderem England und Amerika. Dadurch hat sich die englische Sprache natürlich auf der ganzen Welt ein bisschen vermehrt. Yukio Tsuda, ein Sprachwissenschaftler, der meinte, dass die anderen Völker praktisch keine andere Chance hatten, als die Sprache nicht zu adaptieren oder zu akzeptieren. Dann müsste ja eigentlich Englisch auch die Sprache sein mit den meisten Muttersprachlern. Tatsächlich ist Englisch auf Platz 3. Davor kommt Chinesisch, Spanisch und dann kommt erst Englisch. Chinesisch wird fast viermal öfter als Muttersprache gesprochen als Englisch. Durch die wachsende wirtschaftliche Macht Chinas wird daher Chinesisch auch immer wichtiger zu lernen. Tatsächlich wird Chinesisch in 86 Schulen in ganz Deutschland angeboten. In diesen Schulen lernten 5.172 Schüler im Schuljahr 2016/17 Chinesisch. Allerdings ist das Ganze noch recht neu. Bayern und Baden-Württemberg haben erst 2017 Chinesisch als Abiturprüfungsfach eingeführt. In Baden-Württemberg wird dieses im Schnitt von 15 Schülern absolviert. Die Zahlen tendieren allerdings noch zu steigen. In England boomt Chinesisch. Dort wurden 2017 über 1000 Eltern befragt, welche Sprachen sie am wichtigsten für ihre Kinder empfinden. Unter den nicht-europäischen Sprachen war Chinesisch auf Platz 1. 51% gaben an, dass Mandarin die Karriereaussichten des Kindes auf jeden Fall erhöhen würden. 56% gaben an, dass Mandarin die jungen Köpfe der Kinder um eine aufregende und dynamische Kultur erweitern würden. 51% würden sich wünschen, dass ihre Kinder eine Möglichkeit hätten, Mandarin zu lernen. Allerdings beginnt der Hype bei uns in Deutschland erst so richtig mit der Sprache Chinesisch. In Baden-Württemberg gibt es die Abiturprüfung auch erst seit 2017. Aber dass Chinesisch hier in Deutschland bleiben wird, das ist ziemlich klar. Denn das erkennt man an den ganzen aufsprießenden Lehramtsstudiengängen in ganz Deutschland. Lehramtsstudiengänge für Sinologie gibt es bisher nur in Bochum, Göttingen, Freiburg und Tübingen. Tübingens fünfjähriges Lehramtsstudium wurde im Wintersemester 13/14 eröffnet, was bedeutet, dass die Uni Tübingen erst letztes Semester ihre ersten Absolventen entlassen konnte. Wenn ihr das nächste Mal eine neue Sprache lernen wollt, dann empfehle ich euch vielleicht eine, die nicht aus dem europäischen Raum kommt. Vielleicht sogar eine, die nicht vom Latein abstammt. Ich selber habe durch diesen Beitrag hier angefangen, Chinesisch zu lernen. Es ist jetzt nicht wirklich viel, aber ich bin noch dabei und ich muss wirklich sagen, es ist wirklich recht spannend. Ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist auf jeden Fall recht spannend, aber genauso spannend ist auch die chinesische Kultur. Und da hat Anne was vorbereitet für uns. Jo Leute, was geht ab? Ich darf heute einen auf magische Miesmuschel machen. Und da wir die ganze Zeit schon über Chinesisch geredet haben, habe ich mir gedacht, ich übersetze eure Namen einfach mal ins Chinesische. Dazu gibt es dann immer noch eine kleine Bedeutung und vielleicht auch eine kleine Prophezeiung. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal mit Monetta an. Mo nei ta. Mo nei ta. Mo nei ta. No inner tower. Also kein innerer Turm. Und da frage ich mich natürlich, Monetta,
Wo bleibt deine innere Ruhe? Dann machen wir auch direkt mit Dennis weiter. Denn nie sie. Denn nie sie. Denn nie sie. Red, peaceful, gentle. Du ruhst in dir selbst und du strahlst natürlich übertriebene Freundlichkeit aus. Laura. Lau, la. Lau, la. Ja, Lau, la. Wie du schon gehört hast, musst du im Chinesischen leider auf dein R im Namen verzichten, weil das können die natürlich nicht aussprechen. Und das bedeutet so viel wie Work und Assist. Und ja, ich würde mal sagen, du arbeitest hart und greifst anderen auch gerne dabei unter die Arme. Ist natürlich auch eine super Eigenschaft. So, dann kommen wir jetzt zu Jasmin. Jiai si mien. Jiai si mien. Jiai si mien, würde ich dann einfach auch mal sagen. Bedeutet so viel wie buy, sell, light. Also du verkaufst oder kaufst Licht. Und ich habe das jetzt einfach mal übersetzt in, dass sie tatsächlich wirklich ganz viel Ausstrahlung haben, Frau Baumann. Super an der Stelle. Und Maxim, also dein Name, ich weiß auch nicht, den kann ich gar nicht aussprechen. Deswegen mach du das mal. Zum Glück bin ich ja ein Chinesisch-Experte. Und das spricht man aus Makisimu und bedeutet so viel wie Western und Pferd. Und ich reite nicht nur durch Western, sondern ich bin auch noch eine Hebamme. Also ich bin die Western-Hebamme. Nice. Ja, aber jetzt habe ich noch eine Frage an euch auf jeden Fall. Und zwar, wie wichtig sind eigentlich Sprachen? Also gerade Englisch im Unternehmen. Frau Baumann, Sie haben ja sowieso viel Erfahrung mit Englisch gemacht. Ja, nach 10 Jahren Englisch kann man das wohl sagen. Sprachen sind im Unternehmen immer wichtig. Kommt drauf an, welche. Je nachdem, wo das Hauptquartier des Unternehmens sitzt. Aber Englisch braucht man eigentlich immer. Andere Sprachen kommen natürlich dann dazu. Meistens im Alltag wird aber doch meistens die Sprache gesprochen des Landes, in dem man sich gerade befindet, auch wenn die Geschäftssprache eine andere ist. Das heißt, man sollte sich idealerweise schon auch, nicht nur im Deutschen, sondern auch in einer anderen Fremdsprache, so weit zu Hause fühlen, dass man eben nicht nur die schriftliche Kommunikation versteht, weil bei einer E-Mail kann man ja auch noch mal schnell bei Leo nachgucken, was denn das eine oder andere Wort jetzt bedeutet oder zur Not auch mal so einen ganzen Satz bei Google oder so einen Abschnitt bei Google Translate eingeben. Aber es geht ja die Qualität mag variieren, aber grundsätzlich kriegt man wahrscheinlich dann den Sinn einigermaßen mit. Aber wenn Sie im Unternehmen sind, dann geht es ja eher darum, dass man sich im Alltag auf dem Flur mit dem Kollegen oder im Büro verständigen kann. Und das geht, glaube ich, auch wirklich nur, wenn Sie sich in der Sprache zu Hause fühlen, in einer gewissen Weise sich so weit angeeignet haben, dass Sie sich zutrauen, Witze zu machen in der Sprache. Wie es dann ja genau mit dem Humor. Mit dem guten Humor, genau. Guten Abend, Sarah. Laura, wie ist es eigentlich bei dir? Gerade auf Instagram und so, musst du auch viel mit Englisch oder so arbeiten oder ist es doch hauptsächlich Deutsch? Nee, also das ist bei mir so ein kompletter Mix. Ich mache das jetzt auch nicht irgendwie nach einem Schema. Manchmal habe ich irgendwie Lust, auf Englisch was zu schreiben. Also meine Quotes unter den Bildern zum Beispiel habe ich eigentlich grundsätzlich nur auf Englisch. Und ich kommuniziere auch viel auf Englisch, da ich halt nur 33% Follower aus Deutschland habe. Heißt, ich habe wirklich viele Englischsprachige auch. Teilweise auch Spanisch, also ich bekomme auch viele Nachrichten auf anderen Sprachen, wenn mein Freund mir mal übersetzen muss oder so. genau, aber ja, also das ist schon extrem wichtig, würde ich jetzt schon so einschätzen. Was war da die interessanteste Anfrage, also sprachlich gesehen, die du bekommen hast? Also ich habe schon einiges auch bekommen auf Mandarin, Russisch. Gut. Ja, ich habe auch schon mal was in Google Übersetzer eingegeben dann und so, aber ich muss halt dann immer schreiben, sorry, ich spreche nur Englisch oder Deutsch. Ja, klar. So, also das ist auch witzig, weil viele gehen irgendwie davon aus, zum Beispiel französische Anfragen bekomme ich echt oft oder Spanisch, dass sie dann gehen die irgendwie davon aus, dass man die Sprachen spricht. Ja, klar. Aber ja, mit Englisch kommt man ja echt ganz gut dann durch irgendwie. Dennis, wie ist es bei euch im Unternehmen? Bei uns ist eigentlich hauptsächlich die Sprache Deutsch, so wie Sie es schon gesagt haben. Wir sind in Deutschland und wir sprechen aktuell hauptsächlich Deutsch, aber die Kommunikation innerhalb des Projekts, die ist rein Englisch. Also wir sind ja im Testing und die Tickets, die wir schreiben, die sind dann auch alles auf Englisch und die viele Entwickler, mit denen wir kommunizieren, eben auch nur über Englisch. Wo man auch auf jeden Fall viel spricht, und zwar jeden Mittwoch um 20 Uhr im Engel, denn da ist Steffen Stammtisch. Herzlich willkommen zum Stammtisch.
Wir haben heute wieder sehr viele super Themen, die wir besprechen, die unsere Studenten hier bewegen. Wir werden ja auch oft als Generation Goldfisch abgestempelt. Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist ja einfach nicht mehr so groß. Anscheinend nur noch 8 Sekunden und die von einem Goldfisch bei 9, was irgendwie traurig ist. Merkt ihr das bei euch selber, dass euch das so Social Media und so einfach beeinflusst und allgemein im Internet die ganze Zeit diese Reizüberflutung stattfindet? Also ich finde es ganz furchtbar, aber ich merke das halt selber bei mir, dass ich mich davon auch so voll einnehmen lasse. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber... Ja, es ist irgendwie schwierig und irgendwie ist mir auch aufgefallen, dass man macht Instagram auf und dann, man tut es einfach so nebenher und schaut so durch. Und wenn du die App zumachst, bist du danach irgendwie trauriger als davor. Du bist danach nicht so, du denkst dir danach nicht so, ja Mann, mein Leben ist voll cool, sondern du bist danach so, ja, toll. Alle haben so richtig krasse Sachen und ich bin hier so im Furtwagen. Ciao. Vor allem auch so die Gewohnheit. So, ich like inzwischen einfach so Bilder, obwohl sie mir nicht mehr gefallen. So einfach nur, du machst das Ding auf, drückst zweimal auf dieses Scheißbild, weiß nicht mal, warum du es geliked hast. Danach denke ich mir auch immer so, krass, warum habe ich das jetzt eigentlich geliked? Ich habe mir nicht mal durchgelesen, was da steht und was für ein Bild es überhaupt ist. Ja, ich bin aber auch immer voll geschockt. Also auf dem Handy kriegt man doch mittlerweile immer diesen Wochenbericht und dann steht da halt auch, du hast 6 Stunden am Tag das und das genutzt und ich denke mir so, fuck, was habe ich den ganzen Tag gemacht? Vor allem, ich erwische mich selbst immer, wenn ich am Handy bin, zum Beispiel jetzt, wenn wir uns hier mittwochs treffen und man eigentlich miteinander reden sollte und man dann aber halt kurz aufs Handy schaut und dann bleibt man drauf und dann ist man für 5 Minuten einfach abwesend und dann, dann wieder, ja, und dann sprechen dich die Leute an und du warst so, was? Und aber deswegen, ist auf jeden Fall nicht cool. Deswegen sage ich, wenn ich mit meinem Kollegen in eine Bar gehe oder so, dann legen wir alle Handys hin, auf den Haufen. Und der Erste, wo halt das Handy in die Hand nimmt, muss halt die Runde zahlen. So, und das funktioniert. So, seitdem funktioniert das halt auch einfach. Das ist wirklich mega gut. Kommunikation ist das A und O in jeder Ebene, in jeder Beziehung. Ich würde behaupten, dass die Bildsprache, also die Fotografie, mit die einfachste ist. Aber seht doch einfach mal selbst. Abenteuer erleben. Die Welt bereisen, atemberaubende Fotos schießen, Träume, die fast jeder Mensch hat. Auf Instagram spürt man schon nach wenigen Sekunden Fernweh. Bilder so perfekt, dass man direkt in den nächsten Flieger steigen möchte. Die Heimat zu erkunden, kommt dabei gar nicht mehr in Frage. Was gibt's denn hier auch? Riesige Wasserfälle, verzauberte Wälder, tiefe Schluchten und hohe Berge. Und all das gibt es ja auch nur in Kanada. Oder nicht? Fünf Uhr morgens. Mein Ziel, der Feldberg. Begleiten tun mich Roland und Maxi. Wir sind Landschaftsfotografen. Und ich bin der Meinung, dass Deutschland keinem Land in etwas nachsteht. Und um das zu zeigen, stehe ich auch mal vor Sonnenaufgang auf. So gibt's allein im Schwarzwald reichlich sehenswerte Orte. Wenn wir jetzt mal von Furtwang ausgehen, gibt es zum einen die Zwiribach-Wasserfälle, die super nah sind, also 20 Minuten bist du da. Wenn du ein bisschen weiter nördlich gehst, dann klar die Triebacher Wasserfälle, auch einen Besuch wert. Und wenn du dann so Richtung höhere Lagen gehen möchtest, gibt es klassischerweise den Feldberg. Und neben dem Feldberg ist auch der zweithöchste Berg, also der Feldberg ist der höchste, das Herzogenhorn. Oftmals fühle ich mich selbst dabei ertappt, in Gedanken an die fernen Orte zu denken. Obwohl ich noch nicht mal wirklich alles in Deutschland gesehen habe. Und man sollte sich halt einfach nicht daran hindern lassen, rauszugehen, nur weil man jetzt nicht den krassesten Berg oder den krassesten View hat. Also ich bin der Meinung, dass wenn du vor deiner Haustür fotografieren gehst, viel mehr deinen eigenen Stil shapes in einer gewissen Weise. Man möchte Momente wie diese festhalten und dadurch zeigen, wie schön Deutschland und auch der Schwarzwald sein können.
Und durch das Erkunden der eigenen Heimat können auch schon super Fotos erstehen. Bei solchen Fotos fragen sich Freunde bestimmt, wo sie geschossen wurden. Aber viel wichtiger ist das Abenteuer, welches direkt vor deiner Haustür lauert. Wir haben natürlich im Chat auch ein paar Fragen angekommen und vor allem Lauras Follower waren da auf jeden Fall fleißig. Die erste Frage geht an dich. Wie kamst du denn auf deinen Instagram-Namen? Ja, also die Frage bekomme ich echt häufig. ich habe mit 15 Buch gelesen und da hieß eben der Hauptcharakter Minna und ich habe den Namen einfach ultra gemocht, keine Ahnung. Und ja, Hai hat irgendwie was Positives für mich gehabt und ich weiß auch, also wie ich jetzt genau auf die Kombi gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es war echt ein glücklicher Zufall und ja, genau, seitdem heiße ich so. Ja, und dann haben wir noch mal eine Frage an dich. Und zwar, wie viel kostet denn ein Post? Also das lässt sich jetzt, glaube ich, so direkt nicht beantworten. das ist natürlich immer unterschiedlich. Also es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Man hat natürlich, also Unternehmen achten natürlich auf die Reichweite oder wie viele Follower man hat natürlich auch, aber auch auf die Interaktion zwischen den Followern. Und also weiß ich nicht, wenn natürlich jetzt jemand 300.000 Follower hat und nur 1.000 Likes, sage ich jetzt mal, dann wissen die Unternehmen natürlich auch, okay, da findet vielleicht nicht so viel Interaktion statt und dann zahlen die wahrscheinlich auch nicht so viel. Genau, aber so genau lässt sich das jetzt nicht beantworten. Ist auch immer unterschiedlich. Alles klar. Genau. Ja, das war's dann von mir. Ja, danke und tschüss. jetzt haben wir einen Beitrag gesehen über Steffen Stammtisch. Eben, die haben über die Generation Goldfisch geredet, eben, dass wir nur noch eine Aufmerksamkeitsspanne haben von 8 Sekunden. So, wie geht man jetzt im Marketing vor, um trotzdem noch aufmerksam zu sein? Also immer noch zu sagen, hey, wir sind hier präsent, hört uns an. Auch wenn ein Beitrag länger als 8 Sekunden sein muss manchmal. Ja gut, selbst der klassische Werbespot geht länger als 8 Sekunden, nämlich meistens so um die 30. Die meisten Unternehmen versuchen praktisch direkt am Anfang in den ersten Sekunden einen Aufhänger zu haben, der die Leute dann dranbleiben lässt. Klappt halt aber auch nicht immer. Wenn sie über 30 Sekunden versuchen, in irgendeiner Form eine Story zu entwickeln oder zu erzählen, dann wird wahrscheinlich gerade am Anfang erstmal nichts sein, was in irgendeiner Form die Aufmerksamkeit erregt. Also es ist nicht so einfach, aber ich glaube generell, wenn der Inhalt gut ist, dann bleibt man auch länger dran als 8 oder 9 Sekunden. Gerade wenn er viral geht, wenn man von anderen hört, das musst du dir unbedingt angucken, dann bleibt man auch länger dran. Ja, das stimmt. Also ich meine, oder um jetzt mal politisch zu werden, jetzt gerade waren Wahlen, Rezos Video war eine Stunde lang. Ich bezweifle, dass sich es alle komplett angeguckt haben. Wahrscheinlich hat es noch nicht mal die Hälfte komplett angeguckt, aber es haben sicherlich die meisten mehr als so ein paar Sekunden geschaut, denn sonst hätte er nicht die Aufmerksamkeit erfahren. Also wenn jemand etwas als relevant wahrgenommen wird und gut wahrgenommen wird, dann bleiben wir auch länger dran. Nur wenn es eben eine Werbung ist, wir denken, was hat das mit mir zu tun? Warum sehe ich jetzt auf YouTube das Video? Ich wollte mir doch eigentlich gerade die süßen Katzen angucken, die aus dem Schuhkarton springen oder so. Dann ist also, wenn die Positionierung nicht richtig ist und das nicht zielgerichtet ist und unrelevant erscheint, dann greift das, was Sie sagen, dann klicken wir halt sofort weg. Aber wenn wir es als relevant empfinden, dann bleiben wir auch dran. Also ist Qualität so ein wichtiger Kernpunkt einfach, damit man auch längere Sachen anguckt. Ja, Qualität und ich glaube wegen hauptsächlich eben Relevanz für jeden Einzelnen. Denn eine Werbung kann sehr, sehr gut gemacht sein. Wenn ich nicht die Zielgruppe bin, dann fühle ich mich auch nicht angesprochen. Klar. Warum sollte ich dann dem überhaupt Aufmerksamkeit schenken im Endeffekt? Ja. Dennis, wie ist es bei euch gerade Aufmerksamkeit, also die Firma, wie erregt ihr Aufmerksamkeit? Wie geht ihr um mit Kunden? Und also wir sind ja bei der ganzen Geschichte, was Außenwirkung, Außenwahrnehmung angeht, noch ganz am Anfang. Wir haben natürlich erstmal ganz, ganz einfach angefangen, uns an Hochschulen mit Stellenausschreibungen zu bewegen. Dann haben wir langsam angefangen, uns bei der Hochschule in Ingolstadt in die wie heißt's? Die Fakultäten eben einzuladen. und sind jetzt über Sponsoring sind wir dann eben rangekommen, um immer mehr
Präsenz auch am generell überhaupt mal zu bekommen, weil uns kennt bisher eigentlich niemand wirklich, weil wir sind ein kleiner Automobilzulieferer oder Dienstleister und deswegen sind wir da noch ganz am Anfang. Also wir reden da nicht irgendwie von Werbespots oder so. Wir haben höchstens mal einen Post auf Instagram oder Facebook und da sind wir noch ganz am Anfang. Laura, wie ist denn das bei dir? Also jetzt könnte man ja sagen, klar, du bist jetzt Influencer, du hast 200.000 Follower, aber theoretisch könnte man sagen, in 3 Jahren interessiert dich vielleicht gar keinen mehr. Wie behältst du also da die Aufmerksamkeit? Wie sagst du, folg mir weiter und ich komme zu mir und folg mir? Ja, gut, ich glaube, das ist nicht was man so bewusst wirklich verfolgen kann, glaube ich. Natürlich will man das, aber das passiert mehr oder weniger halt einfach. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man sich selbst treu bleibt irgendwie und natürlich auch immer wieder ein bisschen was Interessantes ausspielt oder den Content einfach irgendwie bringt. Was ich jetzt noch sagen wollte, was ich glaube, was jetzt auch anders ist als Marketing so, ist halt, ich meine, ich bin eine Person und deswegen ist es, glaube ich, was ganz, ganz anderes. Und man hat halt da auch so einen emotionalen Aspekt, weil man als Influencer ja irgendwie eine ganz andere Bindung hat wie jetzt nur eine Marke. Und daher ist es, glaube ich, muss man das echt aus ganz anderen Augen irgendwie betrachten. So. Ja. Wie generierst du da am besten Aufmerksamkeit und wie viel Zeit brauchst du dann dafür? Also was heißt Aufmerksamkeit generieren? Also das ist auch schwierig. Manche Bilder, die gefallen mir mega, mega gut und das läuft dann irgendwie gar nicht so, wie ich das dachte, dass es läuft so. Und manche explodieren und ich verstehe gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Und deswegen ist es wirklich Aufmerksamkeit generieren. Es ist natürlich ein Ziel irgendwo, aber es ist nicht immer so einfach umzusetzen, wie man sich vorstellt, auch wenn man es eigentlich kann oder weiß, was man machen muss. Das ist nicht so einfach einzuschätzen. Aber ich glaube halt wirklich auch regelmäßig posten ist schon wichtig, also dass man einfach auch dranbleibt und nicht in Vergessenheit gerät. Und auch immer vielleicht mal was Neues ausprobieren und sich nicht neu erfinden, aber einfach so ein bisschen dranbleiben und sich auch weiterentwickeln. Ja. Ich denke mal, du hast wahrscheinlich oft mitbekommen, dass Bots und Likes, also vor allem Kaufen, halt teils eine sehr wichtige Rolle bei Unternehmen und eben auch bei Influencern eine Rolle spielt. Wie gehst du mit Fake-Followern um? Also was machst du da? Löschst du die regelmäßig oder? Ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Also ich glaube, Instagram hat ja auch mal so ein Update irgendwie, wo es wahnsinnig viele Fake-Follower gelöscht hat und so. Und ich bin es da nicht irgendwie mit einer App hinterher, dass ich da jetzt gucke. Ich habe da jetzt, muss ich auch sagen, Glück, beziehungsweise es läuft eigentlich dahingehend ganz gut, weil meine Interaktion eben ganz gut ist. Deswegen mache ich mir da jetzt gar nicht so viel Gedanken drüber. Ja, es ist gar nicht so präsent oder kein Problem auf jeden Fall. Okay, genau. Ja. Dennis, wie ist es bei euch? Ihr habt jetzt auch mittlerweile einen Social-Media-Auftritt. Ihr kriegt ja bestimmt auch diese Fake-Bots, die euch followen. Dann löscht ihr die dann oder wie geht ihr mit denen um? Also, soweit ich weiß, haben wir die noch nicht. Also, aber ich wollte noch auf das eingehen, was du gesagt hast, eben, dass auch die Botschaft, wir mussten ja auch erstmal rausfinden, was soll denn überhaupt unsere Botschaft sein, und so wie du gesagt hast, wir bleiben uns auch selber treu, wir präsentieren auch unser junges Team, das auch über die Arbeit hinaus mal was macht und sich eben auch engagiert. Wir waren zum Beispiel bei einer Trash-Challenge letztens und haben auch die gepostet. Also solche Sachen, die einfach auch zu uns passen, mit denen sich jeder, der bei uns arbeitet, auch selber identifizieren kann. Auf sowas achten wir dann schon. Ja. Wenn wir viele Firmen oder auch Künstler, seien sie groß oder klein, kaufen sich mittlerweile Follower und Likes. Das bedeutet einfach, man gibt einen gewissen Betrag aus und dann hat man plötzlich auf Instagram zum Beispiel 1.000 Follower mehr. Aber ob das wirklich was bringt? Auf meinem schönen neuen iPhone 10 und... Wir werden überflutet. Täglich, stündlich, sekündlich neuer Content. Quantität über Qualität. Schwer, dabei einen Überblick zu bewahren bzw. einen zu bekommen. Zum Glück liefert uns jedes neue YouTube-Video, jeder neue Instagram-Post gewisse Anhaltspunkte, an denen wir uns orientieren können. Likes, Plays und Follower sind die großen Kennzahlen in der digitalen Medienwelt. Hohe Zahlen bedeuten viel Interaktion, bedeuten große Reichweite. Macht ja auch alles Sinn, zumindest auf den ersten Blick. Schaut man sich das Ganze nämlich etwas genauer an, erkennt man schnell, dass nicht immer alles mit rechten Dingen zugeht. Über Nacht geht ein neuer Stern am Hip-Hop-Himmel auf und von heute auf morgen werden neue Influencer aus dem Boden gestampft.
Die Recherche hat gezeigt, dass auf fast allen Social-Media-Kanälen geschummelt wird bzw. werden kann. Speziell Instagram besitzt mittlerweile enorme Werbekraft und ist somit auch ein attraktiver Kanal für Unternehmen geworden, um für sich und ihre Produkte Werbung zu machen. Aber die Skepsis wächst, weil viele Experten von steigenden trügerischen Eingriffen in die Social-Media-Welt sprechen und warnen. Ja, also wir haben jetzt gerade aktuell eine Studie gemacht, haben festgestellt, dass knapp 25% der Influencer, die es global gibt, auf die eine oder andere Weise nachgeholfen haben. Wenn man dann überlegt, wie viel Geld einfach auch schon für Influencer-Maßnahmen ausgegeben wird, wir haben das mal beziffert, wir glauben, dass das Problem insgesamt knapp 500 Millionen Dollar weltweit beträgt. Für uns als privaten Nutzer sind die gefälschten Profile wahrscheinlich einfach ein Bestandteil in der weiten Instagram-Landschaft. Wir selbst müssen lediglich entscheiden, ob uns ein Profil bzw. ein Influencer glaubwürdig erscheint oder nicht. Für Unternehmen, die Instagram aber fest in ihren Marketingmix integriert haben, stellt dies ein größeres Problem dar. Influencer geben vor, eine gewisse Reichweite zu besitzen, um Produkte oder Leistungen des Unternehmens bewerben zu können. Durch Fake-Accounts ist das aber nicht der Fall. Das birgt auf Unternehmensseite wirtschaftliche Risiken und aus Sicht des Influencers letztlich rechtliche. Die Entwicklung in dieser Angelegenheit bleibt spannend. Instagram selbst lässt verlauten, dass man auffällige Profile zwar entfernt, aber das Problem nicht vollständig gelöst werden kann. Die Frage ist also, wie können sich Unternehmen davor schützen? Und wie profitabel ist Influencer-Marketing noch? Wer auf jeden Fall keine Likes kaufen muss und so schon beliebt ist, ist Steffen mit seinem Stammtisch. Da waren wir jetzt schon beim Thema Influencer-Marketing und unserem schönen Thema Neuland-Internet. Das Neuland. Arbeitswelt, was kommt nach dem Studium? Wollt ihr gründen? Habt ihr vor zu gründen? Oder wollt ihr lieber ein festes Arbeitsverhältnis als Arbeitnehmer? So direkt nach dem Studium gründen? Da fehlt wenn man kein Talent hat. Ja, ohne Talent ist immer schwierig, aber als Arbeitnehmer. Das stimmt. Ist allein finanziell schon ein bisschen schwierig, finde ich. Also man sollte sich mal erstmal so eine Basis schaffen, erstmal einen Job finden, reinkommen ins Arbeitsleben und dann irgendwann sich selbstständig machen, wenn man auch eine Geschäftsidee hat. Auch gerade so wie er, vielleicht als Freelancer. Oder du schaffst ja halt die Basis dann während des Studiums. Und du kannst ja easy, ohne Probleme, eine GbR gründen während dem Studium. Dann musst du halt nur was anmelden. Und wenn du die hast, dann kannst du easy was aufbauen. Ich weiß nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, in so einem normalen Arbeitsverhältnis so für immer zu sein, weil das irgendwie, da habe ich nicht das Gefühl, dass ich selber was erschaffen habe und da kann ich mich nicht so, da kann ich nicht mit Herzblut dabei sein, aber ich verstehe auch, dass es irgendwie schwierig ist, so. Ja, selbstständig ist immer schwierig, da hat man immer so viel zu tun. Ja, eben, ja. Selbst und ständig. Das Bier ist leer, Stammtisch ist rum, ist alles Wichtige gesagt. Zurück ins Studio. So, jetzt ist Game Time. Und zwar spielen wir ein Spiel und es heißt Startup oder Bullshit. Und dazu haben wir unseren Game Master Ann-Sophie. Hey again. Also, ich stelle euch jetzt zwei Startups vor. Bei denen ist aber nur eins von beiden echt. Also, es gibt nur eins von beiden in Wirklichkeit. Und ihr müsst rausfinden, welches echt ist und welches ich frei erfunden habe. Also, jetzt heißt es hier Startup oder Bullshit. So, Frau Baumann, dann fangen wir doch direkt mal mit Ihnen an. In China haben Leute ein Minischwein gezüchtet, welches man sich als Haustier halten kann. Oder, Antwortmöglichkeit B, ein sogenanntes Mood-Shirt. In Kalifornien haben so Surferboys so ein T-Shirt erfunden, mit dem man, an dem man eben sehen kann, in welcher Stimmung sich der T-Shirt-Träger gerade befindet. So, Frau Baumann, A oder B? Ich würde sagen, B ist Bullshit. Ja, vollkommen richtig. B ist auf jeden Fall Bullshit. Super, dann machen wir mit Laura weiter. Also, das erste nennt sich Lil Smoke. Und das ist ganz einfach eine rauchfreie Zigarette. Und das zweite nennt sich Beer Belly. Das ist ein Getränkebehälter in Form eines Bierbauchs. Ja, jetzt stellt sich natürlich die große Frage, welches ist wahr und welches ist Bullshit? Ich glaube, dass B Bullshit ist. Ja.
sorry. Sorry, Leute. So. Tatsächlich gibt es den Beer Belly wirklich. Und also das ist ein Getränkebehälter in Form eines Bierbauchs. Total verrückt. Aber auf jeden Fall wahr. Ja, auf jeden Fall. So, und dann machen wir mit Dennis weiter. Einmal hätte ich im Angebot die Vitality Air. Das ist eine abgepackte Luft aus den Rocky Mountains. Und als zweites hätte ich noch die Rainy Color. Und das ist eine Haarfarbe, die in nassem Zustand die Farbe ändert. Also nass sieht es anders aus als trocken. Genau. Welches ist wahr und welches ist Bullshit? Also ich würde sagen, die erste ist richtig. Ja. Die erste ist auf jeden Fall richtig, was auch total verrückt ist, weil ich habe wirklich nicht geglaubt, dass es Luft abgepackt aus den Rocky Mountains gibt. Aber hey, kein Ding, oder? Ja, dann danke fürs Mitspielen. Tschüss. 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 Es gibt schon ziemlich verrückte Ideen, aber würdet ihr selber gründen wollen? Frau Baumann? Oh je. zum Gründen braucht man erstmal eine gute Idee. Und solange man die nicht hat, kann man auch nicht... Das den ganzen stimmt. Prozess nicht anfangen. Also deswegen würde ich sagen, also eher nicht, für denn solange diese Inspiration nicht da ist, braucht man über den Rest nicht nachzudenken. Mhm. Also ich weiß vielleicht, was danach kommt, aber ohne diese Initialzündung bringt das ganze Wissen dann auch nichts. Das stimmt. Laura, bei dir? Also ich kann es mir schon vorstellen. Mhm. Auch eine bestimmte Richtung Fall. Schon, oder? Ja, auf jeden Fall was mit Kleidung. Mhm. Also das ist halt so mein absolutes Hobby und ich würde mich schon auch gern im Beruf an sich damit beschäftigen. Ja. Also mache ich ja jetzt schon, aber halt einfach mit Vintage-Kleidung würde ich mich gern beschäftigen. Und da ist eigentlich schon der Plan da. Aber ist natürlich auch immer irgendwo ein Risiko. Klar. Und wenn ich das halt mache, dann soll es auch richtig sein. Ich bin jetzt aktuell ja auch noch halbtags angestellt und deshalb... Mal gucken, aber auf jeden Fall könnte es schon Spaß machen, ja. Doch. Bei dir, Dennis? Also ich denke, dass neben einer guten Idee ist auch wirklich der Mut und auch das Durchhaltevermögen absolut notwendig, an der Idee dran zu bleiben und es wirklich tagtäglich, weil wenn man ein Startup gründet, dann ist man nicht, man geht morgens um 7 zur Arbeit und um 16 Uhr geht man dann Feierabend, sondern man brennt wirklich... bis das Ganze auf festen Beinen steht und ich denke noch weit drüber hinaus und der ganzen Geschichte sollte man sich da schon bewusst sein. Definitiv. Es sind auf jeden Fall auch viele Sachen, wo man halt beachten muss. Ich meine, wenn ich ein Startup gründe, kann ich eine geile Idee haben und ich kann die umsetzen. Aber dazu kommt halt, dass ich Kenntnisse brauche in Mitarbeiterführung, ich muss die Finanzen machen und eben, wie du gerade gesagt hast, man braucht Mut. Und habt ihr den Mut? Also sagt ihr, das traue ich mir jetzt wirklich zu? Also jetzt nochmal nach deiner Arbeit, dass du wirklich sagst, ich würde zwar gerne gründen, aber lieber mit anderen zusammen, die auch Experten dann in den Bereichen sind. Ja, das könnte ich mir schon auch vorstellen. Also dass man sich da Leute mit ins Boot holt. Ich meine, ja, vom Studium her war es eigentlich ganz gut, weil ich ja WNB studiert habe und das so alle Bereiche abgedeckt hat irgendwie von einem Unternehmen oder von, ja. Deshalb bin ich da an sich ganz gut aufgestellt, aber ich glaube, dass man sowas alleine auch, das ist super schwierig, das alleine zu meistern. Definitiv, da muss man sich dann, glaube ich, auch echt Hilfe von außen holen und Leute finden, denen man vertraut oder auch Mentoren irgendwie, die einen da unterstützen. Also so ganz allein ist es, glaube ich, ein krasses Unterfangen irgendwie, ja. Auf jeden Fall, definitiv. Vor allem ist es ja auch sehr viel Zeit, die nicht unbedingt verloren geht, aber wo man auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit für benutzen muss. Wie viele Stunden arbeitest du denn in der Woche so als Führungsposition oder Führungsperson eher? Also ich habe meine ganz normalen 40 Stunden und ich habe ja auch schon gesagt, dass es bei uns auch mal ein bisschen mehr Spaß macht und der Spaß ist aber auch wichtig und der lässt einen dann vielleicht auch mal ein bisschen die Zeit vergessen und das heißt, man arbeitet dann vielleicht doch mal ein bisschen länger, aber man weiß auch wofür und ich selber habe auch die Einstellung, dass man im Team immer was zusammen erreichen will und deswegen gehe ich nicht einfach, während die anderen noch alle arbeiten, sondern ich will da wirklich dran teilhaben und möchte mich da auch einbringen. Und deswegen präferiere ich eher die Variante, einer der zu sein, die etwas später gehen, um einfach immer für die Leute da zu sein, weil die sind jung und die müssen noch ihre Erfahrungen machen und da immer zu signalisieren, hallo, ich bin da und das... Heißt, ich bin auch mal ein bisschen länger bei der Arbeit. Ja, klar. Frau Baumann, wie war das bei Ihnen, als Sie in den größeren Unternehmen waren? Wie viele Stunden waren das dann so wöchentlich? Oh, ganz unterschiedlich. Das hängt auch
von der Unternehmenskultur ein bisschen ab. Also es gibt durchaus Unternehmen, gerade bei den etwas alteingesesseren, sage ich jetzt mal, wo noch so eine gewisse, ich bin jetzt versucht zu versagen, Beamtenmentalität herrscht, aber das sollte ich ja nicht sagen, weil ich bin ja jetzt gerade verbeamtet worden und eigentlich das Gegenteil ist der Fall, weil ich nur noch am Schreibtisch sitze. Deswegen ist das ein Klischee, aber da herrscht dann doch so die Mentalität, man fängt zu einer gewissen Uhrzeit an, macht mittags, also spätestens um 12 und dann wird auch oft entsprechend dann um 18 Uhr oder so Schluss gemacht. Ja. Ich kenne es auch, dass mal locker 60, 70 Stunden Wochen geschoben werden und das auch ohne Überstundenabbau, ohne Anerkennung oder so, sondern dass das dann einfach erwartet wird, so nach dem Motto, na, wenn du jetzt also normal über die Gänge gehst, anstatt zu rennen oder im Schnellschritt davor zu eilen, dann kannst du ja eigentlich nicht genug zu tun haben. Also es gibt alles. Ja. Laura, wie ist das bei dir? Wie viel Zeit beanspruchst du für dein Influencer-Dasein? Sag ich jetzt also ich sag mal, das ist an sich ein cooler Job, macht Spaß, aber es ist halt auch ein Rund-um-die-Uhr-Job. Also ich meine, das ist, ich muss das nicht machen. Ich kann jederzeit sagen, okay, ich habe keine Lust mehr, ich gucke nicht auf mein Handy. Aber man will ja, weil man macht es halt komplett für sich selbst im Endeffekt. Das bin die einzige Person, die dahinter steht. Und deswegen schenkt man dem schon extrem viel Aufmerksamkeit. Und das ist halt, da muss man sich schon bewusst Auszeiten nehmen, sage ich mal. Also ich bin auch am Strand, dass ich dann Mails beantworte. Ja, so, und das ist halt irgendwie das... Das stört mich dann manchmal auch irgendwie, dass man nicht wirklich mal sagen kann, ich lasse es jetzt komplett und antworte nicht. Aber da muss man echt halt bewusst an die Sache rangehen und sich da Freiräume irgendwie einräumen, würde ich sagen. Fühlt sich das dann wie eine Verantwortung deinen Followern gegenüber an? Eher mir selber, glaube ich. Okay. Also ich meine, wenn da jetzt mal 3 Wochen nichts kommt, dann ist halt so, also im Endeffekt. Aber ich glaube, dass ich da selber zu ehrgeizig bin, dass ich sage, ich lasse es jetzt einfach mal. Das könnte ich, glaube ich, mir selber gegenüber einfach irgendwie verantworten. Ja. Ich erinnere mich, du hast ganz am Anfang von der Sendung hast du gesagt, du wolltest auf jeden Fall ein großes Unternehmen oder hast auch viel bei großen beworben. Aber was genau sind eigentlich die Vorteile von großen und kleinen Unternehmen? Denn du hast jetzt ein kleines erlebt. Genau, also ich denke, die Vorteile, die bei einem großen Unternehmen sind, die sind, denke ich, offensichtlich und die stehen ja auch auf allen Homepages, dass man eben wie in so einer eigenen Welt eben lebt. Wenn man jetzt zum Beispiel bei einem Daimler ist oder so, wo dann wirklich Krankenversicherung, Arzt im Werk, Fitnessstudio im Werk, also man ist wirklich die ganze Zeit versorgt und man bekommt noch eine extra Altersvorsorge und ein relativ hohes Gehalt im Vergleich zum Markt. Also die Benefits, klar, die stehen absolut im Fokus bei denen und den bin ich natürlich auch am Anfang nachgegangen, aber jetzt im Nachhinein bei dem kleinen Unternehmen, wo man wirklich jeden Tag mit anpackt und man auch nach und nach die Früchte sieht, die man dort gemeinsam trägt. Also wir sind jetzt in vier Jahren sind wir von 5 Mann auf über 50 Mann angestiegen und diesen Antrieb, den man da zusammen fühlt, der macht einfach so viel Spaß und es gibt bei so einem Wachstum so viele Aufgaben, die man am Anfang gar nicht bedacht hat, wie zum Beispiel, man braucht einen Mitarbeiter-Onboarding. Wer macht das eigentlich? Mhm. Okay, du machst es. Mhm. Hat schon mal jemand was davon gehört oder mal was davon gelesen? Und so hat sich das dann alles entwickelt und man konnte sich wirklich da, wo man gemerkt hat, guck mal, da habe ich noch eine Stärke, die kann ich damit einfließen lassen. Guck mal, ich übernehme die Verantwortung bei der Geschichte, Beispiel Onboarding und das war dann einfach eine super, super Erfahrung nach wie vor. Also ich habe absolut keinen Gedanke mehr im Moment daran, da wegzugehen. Ja. Das heißt, man könnte eigentlich auch sagen, dass ein kleines Unternehmen das Vorteil bietet, dass man sozusagen ein Allrounder wird. Absolut. Und auch Lernen ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt, dass man immer wieder neu dazulernen muss. Sie waren ja ein Großunternehmen. Wie ist es da gerade mit den Aufgabenverteilung, mit den Differenzen? Also wie unterscheiden sich? In den meisten Fällen ist es so, dass es sehr, sehr klar definiert ist, wer macht was und oft auch über diverse Abteilungen hinweg. Das heißt, da weichen sie nicht so schnell von dem ab. Meistens ist es auch so, dass sie schon genug zu tun haben mit dem, was sie eigentlich machen sollen. Da gibt es also weniger Bewegungsmöglichkeiten. Gibt es auch, denn natürlich wollen auch diese Unternehmen Eigeninitiative fördern, aber grundsätzlich ist schon mal sehr klar abgesteckt, wer was macht. Das muss man mögen. Für mich war es nichts, deshalb bin ich heute hier. Aber es hat alles, jede
jede Unternehmensform, jede Unternehmenskultur, jede Arbeitsweise hat seine Vor- und Nachteile und man muss im Endeffekt das passen, was zu einem selber am besten passt. Das heißt im Endeffekt, der erste Job ist eigentlich nicht der richtige. Oder wie würdet ihr das beantworten, Frau Baumann? Also ich würde es jedem wünschen, dass der erste Job der richtige ist. Aber ich glaube, das ist relativ selten. Mhm. Einfach weil man sich mit jedem Job kennenlernt. Mhm. Mein persönlicher Lebenslauf ist ein einziges Ausschlussverfahren gemacht und habe gedacht, ach super, und dann gemerkt, nee, doch nicht. Also dann kam nach ein paar Jahren das nächste. Aber man lernt mit jeder Phase, mit jeder Stufe wieder was anderes dazu. Und wenn es, wie gesagt, wie in meinem Fall nur ist, nee, das ist es jetzt auch nicht. Aber auch das ist eine Erfahrung. Mhm, also dementsprechend ist es, selbst wenn man merkt, der erste Job nach ein paar Monaten schon oder nach einem Jahr, es ist nichts. Mhm. Aber man hat was dazugelernt, man hat auch was im Lebenslauf stehen, das ist erstens schon mal gut. Mhm. Und jede Lebenserfahrung ist in irgendeiner Form wichtig. Mhm. Bei dir, Laura? Also, ja, also du hast ja schon eigentlich das Richtige für dich gefunden, mehr oder weniger, oder? Ja, also ich meine, das ist für mich irgendwie, sehe ich es ja auch noch einfach als Hobby so und will es eigentlich auch so sehen. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie zukunftsorientiert die ganze Sache ist. Ich meine, das kann auch morgen vorbei sein. Klar. Und da bin ich irgendwie schon auch, also das habe ich schon im Hinterkopf irgendwie. Mhm. Also von daher will ich auch wahrscheinlich einfach vielleicht eine Stelle im Marketing so weiterhin irgendwie trotzdem machen oder eben was Eigenes gründen. Mhm. Aber ich glaube jetzt auch so, dass mit dem ersten Job das Richtige, ich glaube, das ist auch gar nicht so wild, wenn es das nicht ist. Also ich glaube eben, man entwickelt sich ja und man wächst ja auch und ja, lernt eben, wie gesagt. Und ich glaube, es kann ja auch voll positiv sein, wenn man noch nicht direkt das Richtige macht und dann merkt, okay, das ist das, was ich auf keinen Fall machen will. Ja, so, definitiv. Von dem her. Ja. Dennis, wie ist das bei dir? Also aktuell und jetzt auch mit der bisherigen Entwicklung kann ich echt sagen, dass da, wo ich gerade bin, fühle ich mich super wohl und das fühlt sich schon so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto an und ich kann wirklich im Moment sagen, dass ich dort ständig vor neuen oder anderen Herausforderungen stehe, wenn mit dem Mitarbeiterwachstum oder allein dadurch, dass neue Kollegen dazukommen. Ich lerne mich ja auch ständig selber neu kennen, wie reagieren andere auf mich und es ist nicht so, dass ich keine Schwächen oder auch nur Stärken habe, natürlich nicht, aber ich denke, genau in dem Umfeld, in dem ich gerade bin, Da ist gar nicht so schlimm, die eigenen Schwächen kennenzulernen, weil man so viele Leute um sich hat, die ausgleichen. Und das passt bei mir im Moment eigentlich. Und deswegen. Verstehe, ja. Und das hängt ja auch von der Unternehmenskultur ab. Also genau. Ob es eine Passgenauigkeit gibt. Also selbst wenn Sie im Studium einen Bereich haben, den Sie wahnsinnig interessant finden. Also bei mir war es dann nachher das Marketing. Ich dachte, da will ich drin arbeiten. Und dann der erste Job nach dem Master war bei einem großen Konsumgüterunternehmen, wo ich dachte, oh, super, Produkte interessant, Marketing, Marketingmanager, alles wunderbar. Und dann kam ich dahin und fand es nach relativ kurzer Zeit ziemlich furchtbar, weil einfach das Unternehmen und ich nicht zusammengepasst haben. Ja. Also das ist nochmal der Unterschied zwischen Realität und Ideal oder Interessenslage, also auch wenn man sich im Studium für etwas interessiert, wenn man das später macht, kann es zum einen sein, dass sich das Unternehmen, bei dem man speziell anfängt oder auch das Start-up, groß, klein, was auch immer, einfach nicht als das Richtige für sich selber, für einen selber herausstellt oder aber auch einfach noch der Unterschied zwischen dem, was man im Studium gelernt hat in einem Bereich und was dann aber die Realität ausschaut. Also gerade im Marketing, das sieht in der Realität nochmal sehr anders aus als das, was man lernt. Das sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich glaube, ich teleportiere mal. Alles gut. Es ist ja am Anfang gesagt, dass es gerade beim Gründen vor allem wichtig ist, eine Idee zu haben. Jetzt ist es aber halt so, dass man halt nicht immer gerade die perfekte Idee hat oder die Kreativität eben für die Idee fehlt. Aber laut neuesten Forschung soll Alkohol dabei eben helfen, kreativ zu werden. Wir haben das Selbstexperiment gewagt. Laut Internet sind wir bei etwa 0,1 Promille am kreativsten. Man soll ja nicht alles glauben, was man im Internet liest. Darum dachte ich mir, ich überzeuge mich einfach selbst. Also mit anderen Leuten. Wir machen mehrere Runden und starten nüchtern. Dann kommt eine Kreativtechnik, ein Kreativtest und dann wird der Alkoholpegel angepasst. Blümchen. Torte. Fett sein. Ich habe ein glückliches Schwein gezeichnet, dem Ohren, den Blumen aus den Ohren rauswachsen.
Ich habe ein Schwein auf einem Salatthron gemacht. Heizen fickt Umwelt. Hartnäckig fistende Urgroßmütter. Tim, nein, nicht trinken. Ihr sollt in der Aufnahme jetzt noch so aussehen, als seid ihr noch nichts getrunken. Das machen wir alles nachher. Kurz ruhig und einfach gerade nochmal. Hartnäckig fistende Urgroßmütter. Bier! Mindestens 2 Stück. Danke! Wieso lachst du? Alles so egal. Und es würde quasi so eine Tafel gefilmt in, keine Ahnung, Berlin, Kreuzberg oder so. Und die ganzen Asozialen, die halt zur Tafel kommen, bei denen würde sich dann immer so die Assi-Stories machen. Also ich dachte, ein interessantes Format für RTL wäre auf jeden Fall Dommys Student Survival Training. Also wie man zum Beispiel mit schimmligen Lebensmitteln kochen kann oder wie finanziert man sich ein Leben mit Pfandflaschen und so weiter. Es werden mehrere Personen, 7 in einen Raum eingesperrt und jeder hat eine Pfanne und ein Herd und ein Messer. Und die müssen in dem Raum so lange überleben, wie es geht, aber die dürfen nur sich selber essen. Und Alter, wie tricky ist das? Du musst jetzt ein Stück Fleisch wegschneiden, Alter, dann musst du es anbraten und essen. Nein. Wenn du zu viel wegschneidest, verblutest du, aber wenn du zu wenig schneidest, verhungerst du. Alter, hör auf zu reden, Alter. Das ist genial. Also nachdem ich von der Studie gehört habe, dachte ich, die Idee wäre der Hammer. Eins, zwei, drei. Ich bin raus, ich vertrag keinen Schnaps. Aber schon nach ein paar Bier wurden meine Erwartungen an Kreativität ein bisschen verfehlt. Das ist ja auch so eine Sondersendung, das GHB Turmspringen machen. Der dreifache Auerbacher vom GHB. Ich habe keine Kerl. Ich glaube schon, dass der Alkohol die kreativer gemacht hat. Das Problem ist nur, dass die sich nicht mehr auf das konzentrieren können, was sie machen sollen. Ja, ich habe das Prinzip verstanden. Vogel. Das ist nur ein Wort. Hat viele. Kinder halt. Was? Was soll? Ich verstehe das Spiel nicht. Für viele. Menschen in dieser Umgebung. Ich weiß nur nicht, in welche Richtung das. You speak to Service Point India. What can I help you? Also was waren für die Fragen? Hey, ich muss testen gehen. Und ihre Antworten wurden schon auch beschissener. Ich muss ein Lichtschalter sein. Jedes Mal, wenn ich dich ansehe, machst du mich an. Und irgendwann wollten die alle einfach nur noch Stadtland Fluss spielen. Was? Stadtland Fluss! Beleidigungen! Hallo. Ja, Beleidigungen! Alter, willst du mal mit meinem Joystick spielen, oder? Du kannst dich einfach Wörter hinschreiben und so tun, als ob sie irgendwas mit der Kategorie zu tun haben. Ich kam ehrlich gesagt nicht zu den Ergebnissen, die ich mir erhofft hatte. Die Stimmung ist dann nämlich ein bisschen gekippt. Marco, du bist auf Snow. Alter, fickt euch ins Kino. Ja, ich bin nicht ruhig, bevor Domme sagt, was er sagen wollte. Dummkopf! Wenn er noch so weitermacht, gehe ich. Aber wenn man sich das anschaut, merkt man relativ schnell, dass da schon nach der ersten Runde nicht mehr alles so glatt lief. Wohlstand und Gerechtigkeit sorgen. Ich hab gerade in meine neue Tasse gespuckt. Ich hasse dich. Meine Hand riecht danach, riecht danach. Blöder Arsch, hast mir meine ganze Okay, wir brechen ab, Abbruch. Naja, das ist Wissenschaft. Da steckt man nicht drin. Man ist definitiv fehlgeschlagen, aber laut der Forschung soll man auch nur 0,1 Promille helfen, kreativ zu werden und eben nicht 10. Jetzt habe ich aber eine Frage an euch nochmal, eine Abschlussfrage. Und zwar, was ist denn wichtig für Kreativität? Also was brauchen wir, um überhaupt kreativ zu sein, Frau Baumann? Ich würde sagen, Freiheit. Im Sinne von keinen Druck zu haben. Mhm. Um kreativ arbeiten zu können, brauchen Sie Zeit. Und um heute Zeit zu haben, brauchen Sie Geld. Also wenn wir jetzt mal zum Thema Start-up oder Gründen zurückkommen, um die Idee und eine Idee zu entwickeln zu können und die weitertragen zu können bis zur Marktreife, brauchen Sie die Freiheit und die Zeit, das machen zu können. Und wir leben aber nun mal leider alle innerhalb von Zwängen. Wir müssen alle unsere Miete bezahlen und die Telefonrechnung und was auch immer. Ja. Das heißt, diese Freiheit, sich nehmen zu können, ohne Druck gestalten zu können, weil ich glaube, sie sind nur wirklich kreativ, wenn sie diesen Druck nicht haben. Dafür brauchen sie aber eben die Freiheit, die durch Geld kommt. Sie kaufen sich Zeit und Freiräume praktisch. Ja, das stimmt.
Dennis, was? Ich denke auch Erfahrungen, die man im Leben gesammelt hat und Erlebnisse, die man schon erlebt hat, die sind auch vielleicht prägend für die ein oder andere Idee, die man aus so einer Situation irgendwie adaptieren kann an sein Tagesgeschäft oder sei es oder für eine ganz neue Idee. Man muss ja auch irgendwo eine Notwendigkeit für die Idee finden. Also. Ja. Laura, wie ist es bei dir? Also was glaubst du? Also ich denke, dass Zeit, wie die Frau Baumann schon gesagt hat, auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, dass man keinen Druck hat, weil dann kommen die besten Gedanken, finde ich, irgendwie so dieser abends im Bettmoment, wo man dann plötzlich voll viel gute Gedanken hat oder auch nicht gute, je nachdem. Und Leidenschaft, würde ich sagen, einfach irgendwie eine Passion für das. Ja, das würde ich sagen, braucht es schon, um was Kreatives im Endeffekt zu schaffen. Ja. Mhm. Dann will ich mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr da wart. Also ich konnte auf jeden Fall viel mitnehmen. Ich weiß nicht, wie war es bei dir, Monetta? Auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Ich bin sehr froh, dass ihr da gewesen seid. Und zum Schluss kann man eigentlich sagen, dass man Mut, Spaß und Neugier haben sollte, um generell im Leben weiterzukommen. Macht Fehler, macht Erfahrungen, probiert euch einfach aus. Fehler sind vor allem da auch einfach, um sie zu machen. Und um das Ganze mit einem Zitat von John Lennon zu beenden. Das Leben ist das, was passiert, während du fleißig dabei bist, andere Pläne zu schmieden. Vielen Dank fürs Einschalten. Die nächste Sendung ist am 25.06. Bis dann.